In diesem Video reden wir darüber, wie man richtig einkauft. Wie mache ich das? Als allererstes habe ich einen Monatsplan mit Rezepten. Das heißt, ich weiß am Anfang des Monats bis zum 31. schon, was ich theoretisch essen könnte. Muss nicht immer vorkommen, aber wenn man so einen Plan hat, dann ist es viel einfacher, einkaufen zu gehen und nicht in irgendwelche Fallen zu tappen. Weil wenn du diesen Monatsplan hast, dann weißt du, okay, was brauche ich für diese Woche? Dann machst du dir eine Wochen-Einkaufsliste und dann kaufst du nur die Sachen ein, die du wirklich brauchst. Wenn was im Angebot sein sollte, wenn du sagst, oh, die haben gerade die Zucchini reduziert, dann weißt du, weil du so einen Monatsplan hast, ah, ich habe doch nächste Woche irgendein Zucchini-Gericht, dann nehme ich das Gericht nach Baukastensystem und tausche einfach ein anderes aus für nächste Woche. Und so kannst du noch mehr Geld sparen. Aber das Wichtige ist, diesen Monatsplan zu haben. Der hilft dir einfach strukturiert und du weißt genau, das gebe ich aus und fertig. Und wie gesagt, du könntest vielleicht sogar noch sparen. Noch mehr sparen sogar. Das ist ja schon der größte Tipp, den ich dir geben kann, um mit Lebensmittel Geld zu sparen. Mach dir einen Monatsplan mit Rezepten. Rezepte findest du überall, auch auf diesem Kanal besonders, weil die sind so abgelegt, dass man mit günstigen Zutaten leckere, gesunde Sachen schafft. Als zweites, wenn ich einkaufen gehe, gucke ich, okay, was sind die Eigenmarken des Supermarkts oder des Discounters? Es gibt ja verschiedene, zum Beispiel Spaghetti-Hersteller und da gibt es die teuren und die günstigen. Und bei Nudeln zum Beispiel habe ich gemerkt, ich habe die alle gekauft und alle gegessen, irgendwie schmecken die alle gleich. Deswegen greife ich da zu günstigeren. Und zwar nicht die Premium-Eigenmarke, das gibt es ja auch noch bei einigen Supermärkten, sondern die günstige Eigenmarke. Also da kannst du wirklich auf den Preis schauen. Und wenn du dir unsicher bist, schau auf den Preis pro Gewicht. Da steht dir unten manchmal 100 Gramm oder 1 Kilo kosten und dann der Kilopreis oder der 100 Gramm Preis. Und dann guckst du, aha, hier kostet die Pasta 99 Cent pro Packung und hier kostet sie 1,50 € oder so. Und da kannst du auch schon mal schauen und Geld sparen. Es gibt einige Sachen, da kaufe ich schon das teurere Produkt, wie zum Beispiel Olivenöl. Das finde ich ein Produkt, das mit dem günstigen geht das auch, besonders am Anfang. Wenn du Geld sparen willst, nimm das günstige. Wenn du es einmal gemacht hast, einen Monat, und das Geld, was du gespart hast, investiere ein paar Euro in ein hochwertigeres Olivenöl, weil da lohnt es sich. Bei Nudeln oder bei Kartoffelsorten oder andere Sachen, meine Erfahrung sind, schmecken alle gleich und haben die gleichen Nährstoffe auch. Gut, das war der zweite Punkt. Also die Eigenmarke nehmen. Und der dritte Punkt, so wie ich das mache, ich teile mir den Einkauf in ein bis zweimal die Woche ein. Bei mir sogar zweimal die Woche jetzt, weil ich habe gemerkt, die Sachen wie Nudeln, Öl, Salz, Pfeffer und so weiter, die kannst du am Anfang des Monats kaufen, kannst du für den ganzen Monat kaufen. Aber die frischen Sachen, wenn du sagst einmal pro Woche, ist okay, aber dann musst du gucken, wenn du Fleisch und Fisch einkaufst, wenn du die am Montag kaufst und Sonntag verarbeitest, das könnte ja, problematisch werden, weil das sind Lebensmittel, die leichter verderben. Außer du nimmst alle Rezepte gleich zum Anfang der Woche, dann würde das auch gehen. Aber besser ist es, dass du abwechslungsreich den Plan gestaltest und das Gemüse, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse halt so kurz wie möglich vor dem Kochen kaufst, weil dann hast du die ganze Frische dabei und die Nährstoffe sind noch auch alle drin. Ja, das sind diese drei Tipps, die ich dir geben kann. Mach einen Monatsplan einfach, dass du schon mal weißt am Anfang des Monats, wie viel das am Ende kosten wird. Das ist der größte Tipp, den ich dir geben kann. Und so habe ich sehr viel Geld gespart. Dann die Eigenmarke von den Supermärkten oder Discountern und
den Wocheneinkauf teilen in ein oder zweimal die Woche, damit du es schön frisch immer hast. Ja, alles klar. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und einen guten Einkauf beim nächsten Mal.